Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls in der Remastered-Version. Endlich ist es draußen. Dark Souls Remastered sollte eigentlich erst morgen erscheinen, ist aber komischerweise aus irgendwelchen Gründen bereits jetzt auf Steam verfügbar. Das habe ich vorhin gesehen und mir sofort geholt und dachte mir, vielleicht nehme ich dazu einfach mal ein Let's Play auf. Das habe ich zwar bisher vorher noch nie gemacht, aber ich dachte, wenn ein Let's Play, dann doch zu Dark Souls, denn das ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe es in der Urversion so häufig gespielt und habe einfach richtig Lust, jetzt noch einmal Laudrun zu besuchen und dachte mir, da ist die Remastered-Version doch die perfekte Möglichkeit, das zu tun. Wir sehen hier das Menü, was ein bisschen angepasst wurde im Vergleich zur ursprünglichen Version. Wir können jetzt hier unter anderem nämlich auch die UI-Skalierung einstellen. Was jetzt hier noch keine Auswirkung hat, was wir aber dann später vielleicht tatsächlich mal machen werden. Ansonsten die Einstellung lasse ich jetzt erstmal, wie sie sind. Ich hatte vorhin schon mal gestartet, um zu sehen, ob es läuft. Deswegen sind hier die Werte ein bisschen verschoben. Ja, passt aber. Genau. 60 Hertz, Full HD, diesmal tatsächlich Full HD, nicht wie im ersten Release vor 7 Jahren oder vor 6 Jahren, 2012 kam ja Dark Souls in seiner Ursprungsversion raus. Da konnte man auch Full HD einstellen, aber es war nicht Full HD. Es stand dann zwar da, aber es war trotzdem, glaube ich, 1024 mal 768, also ja, das waren gute Zeiten. Vollbild, V-Sync, Anti-Aliasing. Ja, sieht gut aus. Ah, das ist neu. Das ist tatsächlich neu, hier, dass man die Information bekommt, welche Tasten was tun. Lasse ich jetzt auch erstmal so, wie es ist. Und dann geht's los. Wir erstellen uns einen Charakter. Ich nenne ihn einfach mal. Wie nenne ich ihn denn mal? Lord, denn er ist ein Lord, ganz klar. Lord Georgie. So. Okay, wir sind natürlich, also was heißt natürlich, wir sind vielleicht, wir sind männlich. Wir sind männlich, wir spielen, am liebsten würde ich die Klasse spielen, mit der ich damals auch angefangen habe. Also wie gesagt, das ursprüngliche Dark Souls habe ich bestimmt schon an die 10 Mal oder so durchgespielt. Und das erste Mal damals war tatsächlich mit dem Ritter, was jetzt nicht unbedingt die beste Wahl ist für den Anfang, weil er eine Fat Roll hat. Also er hat sehr viel, er hat schwere Ausrüstung, kann sich deswegen nur langsam bewegen und ist generell nicht unbedingt die beste Wahl für Anfänger, auch nicht die schlechteste, denn er hat zumindest eine gute Rüstung, er hat einen super guten Schild, hat das Breitschwert, was nicht unbedingt so toll ist, aber naja. Man kann damit anfangen. Hab den damals genommen und war eigentlich auch zufrieden. Vagabund hat eben das Scimitar, auch eine schöne Waffe. Dieb mit dem Banditenmesser und dem Blutungsschaden, auch nicht schlecht. Bandit, Jäger, Zauberer. Natürlich damals die Anfangsklasse für alle, die neu dabei waren, der Pyromant. Deprived, also Bettler im Deutschen. Ich glaube, ich nehme einfach einen Krieger, denn der hat das Langschwert. Das Langschwert ist eine super Startwaffe. Er hat eine relativ gute Rüstung, einen relativ guten Schild, alles so mittelmäßig gut. Ist schnell, also er hat nicht die Fat Roll, er hat die mittlere Rolle. Ja, komm, Krieger. Wir nehmen den Generalschlüssel, um ein paar Türen zu öffnen, die wir nicht öffnen dürfen. ich bin sehr kopflastig, kleinköpfig, ach schön, dick. Naja, so dick ist er auch nicht, obwohl die Beine sind schon. Ui. Die sind mächtig. Normal. Was auch immer dieses Spiel unter normal versteht, wir nehmen normal. Gesicht ist mir im Prinzip erstmal vollkommen egal. Astora. Astora, weil Astora toll ist. Oder so. Ich nehme Astora. Was für eine Frisur. Ja, Pferdeschwanz vielleicht? Pagenschnitt. Lockig. Da hätten sie eigentlich so im Remaster auch so ein paar neue Frisuren reinbringen können. Also,
Muss nicht sein, aber wäre doch ganz schön gewesen. Naja. Pferdeschwanz in Grau, Gold, Silber und Silber. Wir sind ein junger, silberhaariger Krieger. Warum denn auch nicht? Können wir natürlich... Ich glaube, hier ist auch nichts dazugekommen im Vergleich zum ursprünglichen Spiel. Genau, das sind die gleichen Einstellungen, die wir damals auch schon hatten. Alt bedeutet einfach nur etwas gelber. Und jung ist halt frisch und rosé. Schön. Weiblich ist, glaube ich, blass. Ja, okay, blass. Ja, das ist überaus weiblich. Wunderschön, ich habe mich direkt verliebt. Vor allem mit dem Brusthaar zusammen. Tolle Kombination. Ich bleib dann mal auf dieser Seite. Kann man hier noch irgendwie... Ich glaube, man konnte nicht mal einen richtigen Bart einstellen und so. Naja. Ach, passt schon. Passt schon, es geht nicht ums Aussehen. Es geht um den Skill. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt ins Spiel. Los geht's. Yep. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side.
Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Und damit geht es weiter. Im Intro hat sich tatsächlich im Vergleich zur Ursprungsversion nicht so viel getan. Also ich glaube, das war einfach 1:1 das gleiche Video, was man damals auch gesehen hat. Vielleicht mit ein paar Filtern, die noch drüber gelegt wurden oder so. Aber im Großen und Ganzen kennt man das genau so. Man merkt aber durchaus schon jetzt hier auf den ersten Metern, dass es sich einfach flüssiger spielt, dass es irgendwie natürlich auch von den Texturen besser aussieht, von den Lichteffekten besser aussieht. Und selbst wenn man die Ursprungsversion spielt mit DSFix, das war ja so ein kleines Tool, was von einem Fan programmiert wurde damals, was 60 Frames aktiviert hat und eben Full HD Auflösung. Selbst dann sah es nicht so gut aus wie hier gerade. Also auch mit dem Lichtwurf hier in der Wand zum Beispiel. Sowas hat man auch mit DSFix nicht hinbekommen. Es sieht jetzt trotzdem nicht aus wie ein aktuelles Spiel aus dem Jahr 2018. Das ist klar. Aber man merkt deutlich, vor allem wenn man das Spiel eben häufiger mal gespielt hat, dann fallen einem da schon so ein paar grafische Änderungen auf. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut bisher. Aber woher kommt denn eigentlich dieses Licht, was hier die ganze Zeit gegen die Wand... Kommt das von mir? Weil hier oben ist ja keine Lichtquelle, also warum reflektiert da Licht an der Wand? Naja. So, zum ersten Gebiet. Alles so wie früher, alles wie man es kennt. Das erste Bonfire, wo die Textur ja auch überarbeitet wurde, was man hier auch echt ganz nett sehen kann. Da sind jetzt tatsächlich so kleine Flämmchen. Früher war das, also in der alten Version war das mehr oder weniger eine Textur. Und hier sieht man da schon so ein paar Partikeleffekte und sowas. Auch sehr nett. Dann stellen wir uns mal unserem ersten Gegner. Mal schauen, wie wir uns da so schlagen. Darum steht er schon. Da oben steht er schon, die fette Sau. Und wartet, dass wir an unser eigenes Verderben rennen. Ja, ja. Ja, ich komme ja schon. Kein Weg dran vorbei. Let's go. Ah, komm doch, komm doch. Ich weiß doch, dass du kommst. So, mit unserem kleinen Schwertknauf, den wir genau 2 Schaden pro Schlag machen, da haben wir natürlich echt keine allzu großen Chancen. Deswegen der gute alte Seitengang-Trick. Einfach aus dem Weg gehen. Wir sprechen uns noch. So, dann hier direkt unser zweites Bonfire entzünden. Finde ich immer noch ein bisschen fies eigentlich, dass sie das so gemacht haben damals auch. Man kommt durch die erste große Tür, man bekämpft den ersten Boss und muss direkt fliehen. Man kann ihn eigentlich gar nicht besiegen. Also man kann ihn natürlich besiegen, aber es dauert ewig, bis man mit diesem kleinen Schwertknopf hier zu Boden ringt.
Und das direkt am Anfang fand ich damals ein bisschen unfair, muss ich ehrlich sagen. Aber zumindest bringen sie dem Spieler so bei, sich mit seiner Umgebung auseinanderzusetzen, zu schauen, was gibt es hier eigentlich für Möglichkeiten. Von daher hat das schon seinen Sinn, aber trotzdem ein bisschen unfair. Und gekonnt treffen lassen. So, hier. Friss. Achso, jetzt wo ich das gerade sehe mit der UI, wir können ja direkt mal in die Optionen, war das hier? Ja, es war hier. Und können die UI-Skalierung ein wenig runterschalten. Ah, das ist ja fantastisch. Auch das ging damals mit dem Fix von Durante, also dem DS-Fix, konnte man das auch schon machen. Allerdings, und das war bei vielen Streamern und Let's Playern das Problem, wenn man das gemacht hat, dann gab es, also es sah für den Spieler selbst, sah das völlig normal aus, war das völlig okay. Aber in der Aufnahme gab es dann Glitches und dann wurden Balken irgendwie gelb, also der Lebensbalken war nicht mehr rot, sondern gelb und auch der vom Boss wurde nicht mehr angezeigt und so weiter. Das war alles nicht so schön und ich hoffe, dass wir jetzt hier diese Glitches nicht mehr haben. Oh, eine Kugel, oh mein Gott. Und da treffen wir unseren Helden, unseren Befreier, den Mann aus dem Intro, der uns diese nette Leiche runtergeschmissen hat mit dem Schlüssel. Oscar, sein Name, wenn mich nicht alles täuscht. Ein mysteriöser Ritter hat einst wortlos eine Leiche in die Zelle geworfen, die den Schlüssel bei sich führte. Wer war dieser Ritter? Es war Oscar. Und welchem Zweck diente er? Der Ritter? Weiß ich nicht. Vielleicht wird die Wahrheit verborgen bleiben, aber das darf den Lauf der Dinge nicht aufhalten. Dann sprechen wir mal mit unserem Freund. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. Und somit lassen wir ihn zurück und überlassen ihm seinem Schicksal. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. And eine tragische Figur, direkt zu Anfang dieses Spiels. So. Damit haben wir jetzt unser Heil-Item bekommen, die Estus Flakons. Und können hier endlich weiter. Und diesen Ausblick genießen, denn der ist sehr schön. Ach ja. Na komm, stirb halt. Stirb doch einfach. Da sage ich gerade noch Ausblick genießen und renn direkt dran vorbei. Nein. Man hat ihn ja auch schon zigmal gesehen. Hier, da. Oh ja, doch. Ja, ist schon ganz nett. Sieht immer noch irgendwie. Also, grafisch ist das natürlich alles nicht mehr auf der Höhe der Zeit, aber stilistisch. Schon nicht schlecht. So, auf einen zweiten Versuch. Da unten steht er schon und wartet. Da wollen wir ihn mal nicht warten lassen. Schön mit der Sprungattacke auf den Kopf. Ach ja, der Silent Demon.
Das war auch super Timing. Naja. Jetzt am besten noch sterben. Komm, das wäre doch so typisch, oder? Nein, Gott. Ja, also man merkt hier und da schon die grafischen Anpassungen. So, wenn er despawnt, zum Beispiel die Partikeleffekte und so. Und auch die Funken, die schlagen, wenn er auf den Boden schlägt und so, da merkt man schon einen Unterschied. Aber das ist jetzt auch alles nichts, wofür man... Also bei einem Remaster weiß ich nicht, ob ich da nicht ein bisschen mehr erwarte einfach. Naja, wir warten mal ab. Im Prinzip spielt es sich jetzt so, wie es sich auch schon 2012 hätte spielen sollen, ne? Wir haben 60 Frames, wir haben Full-HD-Auflösung, all das, was man damals eigentlich auch hätte haben sollen. Was ja auch in den Optionen anwählbar war. Also man konnte ja 60 Frames und Full-HD auswählen, aber es wurde halt nicht angezeigt. Es war auf 30 Frames gelockt und eben auf ja, 1024 mal irgendwas, also so eine Scheißauflösung eben gelockt. Und deswegen das dann in dieser Version als Remaster zu bezeichnen, ist schon ein wenig fragwürdig. Aber egal. Auf nach Lordran. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Ach ja, wir sind zu Hause. Schön. Ja. Eben noch so kritisch über die grafischen Verbesserungen gesprochen, aber wenn ich das hier so sehe, auch mit dem, ja, mit dem Staub, beziehungsweise diesem Rauch, der hier in der Luft hängt und auch dem Feuer in der Mitte und dem Weitblick. Ja, doch, das sieht schon nicht so schlecht aus, das muss man schon sagen, also... Auch das sich bewegende Gras, ich glaube, das war in der Ursprungsversion auch so noch nicht drin. Hier die Büschel am Boden. Klar, die Texturen, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Auch da gab es ja schon Mods, die hochauflösende Texturen eingeführt haben. Für die Ursprungsversion damals. Also selbst da waren die Modder schon relativ weit. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the Undead Church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Und unseren Freund, den Crestfallen Knight oder den niedergeschlagenen Ritter, den haben wir auch wieder hier, der uns so ein bisschen die Richtung weist und uns sagt, dass es zwei Glocken der Erweckung, Bells of Awakening, gibt. Eine oben, eine unten, wir sollen sie läuten und dann passiert irgendwas, mehr weiß er auch nicht.
Ja, wenn man noch weiter mit ihm spricht, bekommt man noch so Einblicke in die Mechaniken der Welt, wie Humanity und was, wie man auflevelt und sowas. Aber das brauchen wir jetzt alles nicht. Generell würde ich schon ganz gerne in diesem Playthrough die Quests der NPCs machen. Aber bei ihm gibt es eben nicht viel zu holen. Der hat keine wirkliche Questline. Er hat Dialoge und er entwickelt sich auch in eine bestimmte Richtung. Aber er hat jetzt keine so wirklich ausformulierte Questline wie Charaktere, die wir später treffen. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Auch eine sehr nette Begrüßung. Nein, Petrus, ich werde mich nicht fernhalten. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Oh, eine Kupfermünze, das ist aber nett. Das ist ja super, super wertvoll auch, eine Kupfermünze. Was bekommen wir da? Kupfermünze mit der Abbildung des alten McLeuf, Gott der Medizin und des Tranks. Selbst den wertvollsten Münzen der Menschenwelt kommt in Lordran nur geringer Wert zu, da man dort in Seelen bezahlt. Ja, richtig. Jene, die von der Rückkehr in die Außenwelt träumen, tragen gerne diese Münzen bei sich. Ist also ziemlich sinnlos. Ich glaube, wenn man sie benutzt, erhöht es irgendwie den Glückswert des Charakters, dass er eben mehr Glück hat beim Finden von Items und so. Aber ansonsten hat die, glaube ich, auch wirklich keinen Wert. Und hier, da die Funken, das war auch, wie gesagt, das war in der Ursprungsversion auch so nicht drin. Ist ganz nett. Der hat uns noch mehr zu erzählen wahrscheinlich. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Das wäre doch ganz hervorragend. Very well. Then first, a covenant with the gods. Hier müssen wir leider den Eid leisten, sonst verweigert er uns die Hilfe. Wenn man Priester bzw. Kleriker oder Ritter ist, dann hat man diesen Eid schon, dann muss man ihn nicht leisten, ist man automatisch drin. Aber wir als Krieger, wir haben noch überhaupt keinen Eid, noch überhaupt keine Gemeinschaft, der wir angehören und deswegen nehmen wir das mal an, denn so ein paar Wunder hätte ich tatsächlich ganz gerne. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Wobei an der Stelle jetzt im Spiel brauche ich eigentlich noch nichts, aber sowas wie Rückkehr, also zum letzten Leuchtfeuer zurückkehren oder halt die Haiezauber, das ist schon ganz sinnvoll eigentlich. Ich will eigentlich doch nur die Geste lernen und mich dann wieder verziehen. Tschüss. Ja, ja. Denn die Geste, die wir jetzt gelernt haben, ist das Schulterzucken. Und Schulterzucken ist ja wohl die coolste Geste, die es gibt. Das kann man eigentlich in jeder Situation, einfach wenn man nicht mehr weiter weiß. Ich weiß auch nicht. Naja, okay. Gut, ne? Genug hier im Feuerbandschrein, Firelink-Schrein rumgelaufen. Ah ja. Ich habe gerade gemerkt, Springen ist immer noch auf der B-Taste. Das haben sie ja in den späteren Teilen. Boah, das hat ja super funktioniert. Komm, Parry. Oh, scheiße, ich bin so schlecht. Ja, geht doch. Das haben sie ja in den späteren Teilen, also in Teil 2 und 3, geändert. Dass man nicht mit der B-Taste, mit der man eben auch rollt, dass man nicht mit der springt, sondern mit L3. Ich wette, das kann man hier auch irgendwo einstellen, aber das ist mir jetzt erstmal relativ egal. Ansonsten können wir bestimmt auch schon ein paar Level aufsteigen. Ja, das sieht doch gut aus. Was brauchen wir denn? Was machen wir denn für ein Bild eigentlich? Also, was für einen Charakter wollen wir spielen? Zauberei würde ich, glaube ich, erstmal ignorieren. Bisschen Vitalität ist immer gut. Stärke, ja, ist halt die Frage. Stärke oder Beweglichkeit? Oder beides so ein bisschen? Intelligenz würde ich tatsächlich auch ein bisschen skillen, dass wir die Quest mit Logan machen können, also dem Zaubermeister Big Head Logan. Aber das hat noch Zeit, das muss jetzt noch nicht sein. Kondition ist immer wichtig, aber ist mit 12 auch schon ganz gut. Ich gehe so ein bisschen auf Stärke erstmal. Wenn wir uns das Langschwert anschauen, das skaliert, glaube ich, auch so ein bisschen mit Stärke.
Ja, mit Stärke und Beweglichkeit ist also mehr oder weniger egal. Ja, ich glaube, für den Anfang ist Stärke ganz gut. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie wir dann weitermachen. Vielleicht hole ich mir dann auch eine starke Beweglichkeitswaffe und wir machen mit der weiter. So, mal gucken. Zum Beispiel das Balder-Sideswort. Das gute alte Balder-Seitenschwert im Deutschen. Was einfach unheimlich lang ist, unheimlich viel Schaden macht, dazu auch noch schnell ist und einfach komplett imbalanced. Aber wenn man es bekommt, ist auch relativ selten, das zu bekommen. Aber wenn man es hat, oh, wenn man es hat, ach, es ist so ein gutes Schwert. Aber es gibt auch gute Stärkewaffen. Und ich habe in den bisherigen Playthroughs beides eigentlich immer mal so gemacht, aber dann meistens doch eher auf Stärke. Und da gibt es ja zum Beispiel dieses Schlangenschwert später in der Festung von Sen, in Sen's Fortress. Und das ist, also wenn man einen guten Stärke-Charakter hat und dann dieses Schlangenschwert noch auf plus 15 oder so, das haut richtig gut rein. Aber Baldur's Gate 2 ist einfach der Hammer. Eine Menschlichkeit, sehr gut. Die Ratten hier haben ja Menschlichkeit. Auch so ein, ja, Running Gag in Dark Souls, dass die Ratten Menschlichkeit droppen. Als, ja, Hinweis darauf, dass sie wahrscheinlich tatsächlich Menschen fressen und dann deren Menschlichkeit aufnehmen. Oder keine Ahnung, was Miyazaki, also der Director, uns damit sagen wollte. Das läuft doch wie am Schnürchen. Ach ja, das läuft so flüssig und so smooth. Es ist ein wahres Fest. Aber parieren kann ich immer noch nicht. Guck dir das an. Einmal nicht im richtigen Moment pariert. Einmal getroffen, schon, naja, drei Viertel der Lebensleiste weg einfach. Naja. Also parieren generell sollte man, glaube ich, nur machen, wenn man es kann. Und ich habe das eigentlich nie wirklich gemacht in den bisherigen Playthroughs. Deswegen ist jetzt doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um damit mal anzufangen. Oder es mal zu üben. Denn wenn man es kann, ist es sehr hilfreich. Vor allem hier bei diesen Gegnern. Oh, guck mal, da klettert wieder die Leiter hoch. Hallo. Kann ich winken? Ne, ich kann springen. Yay! Dann haben wir hier zur Linken die beste Treppe, die es gibt. Ja, da geht's immer noch nicht durch. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ach Leute, ihr versucht sie jedes Mal. So, hier ist auch eine schöne Stelle, wo man sehen kann, ja, wenn man in Dark Souls sich ein wenig umschaut, kann man so einen Hinterhalt eigentlich nicht immer, aber auch nicht in den meisten Fällen, aber manchmal kann man es vorhersehen. Na, wenn man jetzt einfach hier lang läuft, sieht man gar nichts, aber wenn man erstmal so ein bisschen sich umguckt, vorsichtig nach vorne geht, merkt man schon, ah, okay, die planen doch irgendwas. Die planen doch was, das sehe ich ihnen doch an. Und deswegen kann man dann hier hingehen und zumindest zwei oder so runterschlagen. Die anderen kommen sowieso hoch, ja, genau. Aber das ist doch schon was hier. Das ist doch schon was. Abfall ist das. Auch ein tolles Item. Auch wieder so ein Stinkefinger. Mittelfinger der Entwickler. Beschreibung wertlos. Und dann, wer töricht genug ist, diesen mit sich herumzuschleppen, sollte dringend Hilfe suchen. Ach, From Software, die haben schon Humor irgendwie. So, wenn du blöd genug bist, den im Inventar zu lassen, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Ganz ehrlich, Spieler, du Trottel. Hier noch eine Menschlichkeit. Ja, das läuft doch. Das läuft doch ganz gut. Dann springen wir hier rüber. Ach, der ist da runtergefallen, oder was? Ja. Tja, ich komme nicht nochmal runter. Da, tut mir leid, aber nee, sehe ich nicht ein. Sorry. Passiert einfach nicht. Ach, auch wie schön die Nebelwände einfach redesigned wurden. Ist schon. Die sahen in der alten Version halt auch relativ, naja, halt wie so eine Bitmap-Textur aus, mehr oder weniger. Und hier, das sah schon aus wie richtiger Nebel. Und jetzt der Magic Moment. Ach Gott, ist das cool. Das war so cool damals. Oh, fett. Ach ja, da werden. Das ist sowieso der perfekte Nostalgietrip hier einfach. So, die ganzen Magic Moments, die man damals hatte. Mit dem Drachen zum Beispiel, oder.
Oh, generell gibt es da noch ganz viele, die ich mich noch erinnere, die wir später noch sehen werden. Ach, das ist so toll. Dieses Spiel ist voll von Magic Moments. Und in der Remastered-Version sehen sie einfach noch mal viel besser aus. So, hier kriegen wir den Holzschild. Der ist aber, glaube ich, schlechter als unser Dreiecksschild. Also ich muss sagen, der Dreiecksschild, der ist eigentlich... Also ich hatte ihn relativ scheiße in Erinnerung, aber der ist gar nicht so verkehrt. Also so für den Anfang mit 30 mit 100% Block von physischem Damage, eigentlich nicht so schlimm. Ich wollte gerade treten übrigens, ne? Ich sag's nur, ich wollte treten. Ich wollte wirklich treten, aber ich... Ach, das... So, genau. So soll das sein. Aber auch damit habe ich bis zum heutigen Tag immer noch Schwierigkeiten. Weil man ja zum Treten den Vorwärts-Button, also den Analogstick, den linken Analogstick nach vorne drücken und eben attackieren muss. Und meistens funktioniert's, so, aber manchmal schlägt man eben auch einfach mit dem Schwert an zu und das ist nicht so cool. So, unser Helden-Händler-Freund. You seem to have your wits about you, hm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Ich liebe diese Stimme einfach immer noch. Was hast du für uns? Hast du nicht einen Schlüssel? Genau, den Schlüssel für das Anwesen. Wir haben ja den Meister, also den Generalschlüssel. Aber es gibt eine Tür, wo jemand gefangen ist später. Ein Zauberer, ein Zauberlehrling. Und ich glaube, für den brauchen wir den Anwesenschlüssel trotzdem. Deswegen, ich nehme ihn mal mit. Ansonsten Pfeile, ja, könnte man natürlich Reparaturkiste und so, sollte man sich irgendwann zulegen. Aber ansonsten brauche ich erstmal nichts. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. Ja, das kann gut sein. Er hat uns jetzt eigentlich die nächsten beiden Bosse so ein bisschen gespoilert. Den Bull Demon und den Ziegendämon, also den Capra oder Goat Demon. Ja, ansonsten gibt es hier erstmal nichts zu tun. Wir verziehen uns, lassen den verrückten Händler verrückt sein und in seiner Ecke sitzen. Und gehen dann hier weiter. Oh ja, sehr schön. Und das war das bekannte Synchronsterben von den beiden. Hier gab es doch auch so einen Shortcut, den man nehmen konnte. Ja, ja, doch, ich erinnere mich. Man konnte, wenn mich nicht alles täuscht, also es ist nicht vom Spiel so gewollt, aber man konnte hier zum Beispiel da auf diese Fläche, da unten, konnte man von hier aus drauf springen und von dieser Fläche aus dann über diese Mauer nach unten und damit einen ganzen Levelabschnitt überspringen. Eine sehr beliebte Taktik bei Speedrunnern, die damit eben den ganzen Boss quasi skippen können. Also einfach hier drauf, ne, wenn man es kann. Ich kann es nicht. Und wäre auch fast dabei gestorben. Auf jeden Fall da drauf und dann eben über diese Mauer. Das geht schon, aber wir wollen ja nicht das Spiel skippen. Wir wollen es ja erleben. Wir wollen es ja nochmal spielen. Und hier ist auch eine Stelle, die ich abgrundtief hasse, weil ich es damals nie geschafft habe, darüber zu springen. Was aber auch daran liegt, ja, hier geht es natürlich wesentlich einfacher. Was aber auch daran liegt, dass damals in der normalen Version von Dark Souls, wenn man da den DS-Fix installiert hatte und dann eben 60 Frames aktivieren... Oh, das war ja auch lustig. Aktiviert hatte. Naja, hallo Fässer. Hi, na. Tschüss Fässer. Hallo Fässer. Schön, schön, dass in der gerade erschienenen Version noch so Bugs drin sind, die damals schon gefixt wurden. Das ist doch toll. Das ist doch richtig gut. Naja. Was ich sagen wollte war, wenn man 60 Frames aktiviert hat im ursprünglichen Dark Souls, dann konnte man nicht so weit springen. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Also für jeden Sprung später, wenn wir nach Blighttown kommen, da gab es auch so eine Stelle, wo man eben eigentlich springen muss, wenn man eine Waffe will, die da rumliegt.
Und da muss man kurzzeitig dann auf 30 Frames runterschalten, weil man den Sprung einfach nicht schaffen kann. Und das ist auch so ein Sprung, den man eigentlich mit 60 Frames im ursprünglichen Dark Souls nicht schafft. Hier, jetzt schon. Cool. So, dann setzen wir uns hier mal dran. Aufsteigen können wir nicht. Wir könnten natürlich entfachen. Mit einer Menschlichkeit, aber ich glaube, das lassen wir erstmal. Zack, zack. Das war nicht so gut. So, so. Und da kommt auch noch einer hoch. Ich habe das nicht so oft gespielt. Ja. So, die Freunde, wie in alten Tagen, schmeißen ihre blöden Bomben auf die Brücke. Ja, das Feuer sieht schon besser aus. Doch, doch. Das Feuer sieht schon wesentlich besser aus als damals. Und da es in diesem Spiel sehr viel Feuer gibt, fällt einem das dann schon auf. Okay, let's go. So, vielleicht kriege ich hier einen in den Rücken. Ja, das sieht doch gut aus. So. Alles kein Problem. Und du auch noch einen in den Rücken. Tschüss. So. Auch das so eine Stelle, wo ich glaube beim ersten Mal wirklich, wirklich grandios gescheitert bin. Weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie ich mit drei Gegnern gleichzeitig umgehen soll. Man kann die natürlich auch rauslocken auf die Brücke, dann kann man sie hintereinander irgendwie bekämpfen, ist auch nicht so schlecht. Wenn man damit Probleme hat, ja, aber es geht auch so. Es geht auch so. Was natürlich witzig wäre, jetzt wo ich die Truhe sehe, wenn die Entwickler irgendwie Mimics eingebaut hätten an Stellen, wo man es nicht erwartet. Das wäre echt ganz cool. So, man weiß ja, da ist eine ganz normale Schatztruhe und dann ist es ein Mimic und das greift einen an und dann stirbt man, weil man sich darauf verlässt, das Spiel zu kennen und so. Das wäre doch witzig. Oh, ich spiel wie der Letzte. Ja, komm, stirb einfach. Wenn ich jetzt sterbe, ich hätte es verdient, ganz ehrlich. Mann, war das schlecht. Gott, war das schlecht. So, so. Das war trotzdem schlecht. Das war richtig schlecht. Dann hier hoch, zack, zack, zack. Bam. Auch das war schlecht, aber zumindest nicht getroffen. Und auch hier wieder. Thema, man kann ja auch Hinterhalte... Hinterhalte? Nein, Hinterhalte. Ja, Hinterhalte vorhersehen und Fallen vorhersehen. Auch hier, wenn man da ein bisschen hinguckt, da mit dem Fass, sieht man ja, okay, das könnte gleich runterrollen und so. Gut, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber man kann es vielleicht erwarten, dass da was passiert, wenn man die Treppe hochgeht. Um nicht überrascht zu werden später. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Kann man hier noch irgendwas sehen? Nö, ansonsten... Schöne Aussicht, wie immer. Aber die war auch damals schon sehr schön. Dann kümmern wir uns noch um die drei Kollegen hier oben. Oder sie kümmern sich um uns. Das wird sich vielleicht zeigen. Ja, der mit seiner Bombe auf mich wirft, obwohl ich einen Meter vor ihm stehe. Auch sehr interessant. Tschüss. Da unten dieses Item. Wie kann man da denn nochmal hin? Kann man da von hier aus auch hin? Wahrscheinlich, ne? Naja, ich glaube, dass... Also ich weiß, dass man auch zum Beispiel hier rüber kann. Und hier ist absolut gar nichts. Vielleicht soll man von hier aus irgendwie da runter oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Hopp, hopp, hopp. Wir wollen was sehen. Wir wollen was erleben. Mensch, Lordran ist nur einmal im Jahr. Nein, Entschuldigung. So, weiter. Ihr Freunde. So, das... Lief doch schon mal ganz gut. So, so nicht. Na, irgendwer muss jetzt mal hier den Anfang machen. Nein, nein, nein. So nicht. So nicht. Und jeder, der das Spiel kennt, wird gleich schon sehen. Wird schon wissen, was uns gleich erwartet. Ich rede nicht von dieser Truhe. Ich rede auch nicht von diesem tollen Skelett da oben. Ja, da... das war auch... Was? Auch...
Also, was ich eigentlich machen wollte, man kann, wenn dieses, oder man konnte im alten Dark Souls, hier wahrscheinlich auch, wenn es runterrollt, kann man sich auch hier an die Seite stellen und dann so springen und dann trifft einen das Fass nicht. Ich wollte mal versuchen, ob das klappt, aber ich hab's einfach verkackt, leider. So, schwarzer Ritter, komm, wir versuchen es mal. Ich versuche es einfach mal. Es ist wahrscheinlich eine super dumme Idee, aber es ist eine sehr dumme Idee. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Aber ich will es versuchen. Es lohnt sich auch überhaupt nicht, weil der nur diesen blöden Ring da hinten bewacht. Und dieser Ring ist komplett sinnlos, aber komm, wir versuchen es einfach. Wir machen relativ okayen Schaden. Der ist schon nicht so verkehrt. Ja. Wenn man das mit dem Parieren noch ein bisschen raus hat, dann passt das eigentlich. Aber es ist nicht so einfach. Das ist halt jedes Mal ein Glücksspiel und wenn man einmal zum falschen Zeitpunkt pariert, dann ist es fast schon Geschichte. Dann funktioniert es schon nicht mehr. Ich wäre eben auch eigentlich fast schon gestorben, wenn ich nicht diese Teil-Parries, diese Partial-Parries getroffen hätte. Also, das passiert, wenn man... Oh, hat geklappt, sehr gut. Wenn man pariert, kann man entweder zum richtigen Zeitpunkt parieren, man kann zum falschen Zeitpunkt parieren und was dazwischen. Und wenn es so ein bisschen dazwischen ist, also man fast zum richtigen Zeitpunkt pariert hätte, aber nicht so ganz, dann kriegt man so ein Partial-Parry und nimmt nicht ganz so viel Schaden. Und das hatte ich, glaube ich, eben zweimal, deswegen bin ich noch am Leben. Ansonsten hätte er mich, glaube ich, erwischt. Wir haben den Tränensteinring. Dieser blaue Tränenstein aus Katarina verstärkt bei Gefahr die Verteidigung des Trägers. Ist jetzt nicht unbedingt der super tolle Mega-Ring, aber wir haben ja noch keinen anderen. Deswegen nehmen wir den ganz gerne. Hier könnten wir jetzt runter und einen alten Freund besuchen, der uns wahrscheinlich komplett zerstören würde. Nicht wahrscheinlich. Der würde uns... Also da hätte ich wirklich überhaupt keine Chance, glaube ich. Gerade. Wenn der einen trifft, ob man da Partial Parries hat oder nicht, ist auch vollkommen egal. Wenn der einen trifft und man getroffen wird und nicht blockt, ist man einfach Geschichte. Kann man nichts machen. Oh Gott, das wird doch nichts. Okay. Den Crystal Lizard haben wir damit auch bekommen. Sehr schön. Eigentlich, also es war gerade komisch. Eigentlich springt er direkt hier runter und dann kann man hier so eine kleine Drop-Attack machen und so. Aber jetzt ist er eben hier oben rumgelaufen. Naja, ist halt remastered. Alles ist anders. Und damit geht's weiter zum ersten richtigen Boss. Wenn man den Asylum Demon nicht mitzählt, dann ist der Taurus Demon ja eigentlich so der erste richtige Boss, der ja im Spiel, der einem wirklich, der wirklich eine Herausforderung darstellt. Der Asylum Demon ist ja eher so ein... Er ist ja der Tutorial-Boss. Bringt einem so ein bisschen die Mechaniken bei, aber im Prinzip passiert da nicht viel. Und der Taurus Demon, also den wir jetzt hier gleich bekämpfen werden, der ist eigentlich echt cool. Weil es so viele Möglichkeiten gibt, ihn zu bekämpfen. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, diesen Kampf anzugehen. Das finde ich super. Man kann ihn einfach hier vorne bekämpfen. So einfach one-on-one, ne? Eher gegen mich, so. Ausweichen, attackieren und so weiter. Man kann hochklettern und die Drop-Attack machen. Oder man klettert einfach oben hoch, bleibt oben und dann kommt er nach oben und man kämpft da. Oder er fällt von der Mauer runter. Also es gibt so viele Möglichkeiten, diesen Kampf anzugehen. Das ist echt ganz cool. Da kommt er. Da kommt er ja schon. Ich werde jetzt erstmal versuchen, hochzuklettern. Aber es war vielleicht auch schon zu spät. Ich weiß nicht. Nee, das passt. Das war zu spät, mein Freund. Also ne, so diese gängige Taktik ist ja das hier, dass man irgendwie... Das ist nicht die gängige Taktik, ne. Das war einfach nur scheiße. Aber ja, also... Was ich da eigentlich machen wollte, ist halt auf seinen Kopf springen. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ja, man kann ihn auch relativ easy hier unten einfach kämpfen, aber vor allem am Anfang, es ist wie gesagt der erste richtige Boss, vor allem am Anfang sucht man ja irgendwie Mittel und Wege, die Kämpfe möglichst einfach zu gestalten und abzukürzen. Und da ist es mit dieser Drop-Attack, glaube ich, immer noch am besten. Ich werde jetzt nochmal versuchen hochzukommen, ja, das wird nichts, ne?
er jetzt schon anfängt, hier hinterher zu laufen. Ja, nee, ich glaube nicht. Nee, das wird nichts. Das ist Quatsch. Aber wir können ja noch mal vielleicht hier hinten... Ja, wenn ihr den macht, das könnte dann schon reichen. Obwohl, nee, der dreht sich schon sehr schnell um. Also... Aber wie gesagt, früher, also bei meinem ersten Kampf habe ich das auch so gemacht. Ich bin immer hier hinten hingelaufen, gewartet, dass er kommt. Kommt dann irgendwann, dann macht er irgendeinen Angriff, er bringt uns um, wir fallen runter. Und das war's. Oh Gott. Beim verdammten Taurus Demon gestorben. Oh Mann, ey. Oh, wie peinlich ist das denn? Bei dem Wichser, der kann halt nichts. Aber ich konnte anscheinend noch weniger. Okay, jetzt hopp hopp. Wir sind noch nicht bei einer Stunde. Ich will unter einer Stunde Taurus Demon. Komm schon. Das muss doch wohl drin sein. So und so. So und so. Ja, das sollte ein Backstep werden. War es aber absolut gar nicht. Hm, kann man hier irgendwie... Das kann man doch bestimmt auch super abkürzen. So nicht. Okay. Ruhig bleiben. Konzentriert bleiben. Keine blöden Anfängerfehler machen. So. Und dann geht das auch. Keine blöden Anfängerfehler. Okay, komm schon. Cool bleiben. So, und so. Seit wenn man einmal so ein bisschen rauskommt, reicht es schon und man kommt einfach nicht mehr rein. Aber gut, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Es ist alles gut. Wir kriegen das hin. Gar kein Problem. Es ist nur Taurus-Demon. Der kann halt wirklich einfach mal nichts. Ist auch schon wirklich lange her, dass ich mal an dem Kampf irgendwie gescheitert bin. Egal. Go, go, go. So, rein da. So. Okay, alles auf Anfang. Wir haben 4 Estos. Das sollte eigentlich reichen. Wir haben ein paar Seelen da vorne. Kommt er schon? Ja, er kommt. Dann versuchen wir mal, was ich eben so großartig verkackt habe. Diesmal vielleicht nicht runterzuholen, sondern irgendwie springen oder so. Ja, ungefähr so. Ungefähr so. Es sah ein bisschen falsch aus, aber ungefähr so soll das sein. Und das kann man eben ein paar Mal hintereinander machen. Ich glaube so 5 Mal, je nachdem wie viel Schaden man macht. Und dann ist der auch schon Geschichte. Aber man kann eigentlich auch, wenn man nicht so beschissen spielt wie ich gerade, ihn halbwegs okay hier vorne kämpfen. So, einfach immer zurück, warten, bis er fertig ist mit seinen Angriffen. Und dann schnell vor und ein bisschen draufhauen und wieder zurück. Wirklich blocken ist halt schwierig in dem Kampf, weil er schon sehr... Der haut schon gut zu. Also man kann die Attacken auch blocken, aber hat dann eben danach so gut wie kein Stamina mehr, beziehungsweise wird zurückgeworfen. Deswegen ist Ausweichen eigentlich immer die präferierte Wahl. Aber das sagt sich so leicht, ne? So, wir können doch mal versuchen hochzuklettern. Vielleicht schaffen wir es ja.
Glaub's zwar nicht. Na, er hat uns zwar erwischt, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem. So. Was man nämlich auch machen kann, und das ist eben die, ja, die dritte Möglichkeit. Man kann einfach hier oben warten. Kurz mit den Schultern zucken. Ach, guck mal an. Da ist er. Hallo. Keine Ahnung, was das gerade war. Das Schöne hier oben ist halt, man hat eine offenere Fläche. Man kann eben viel besser ausweichen. Da habe ich ihn gerade gestaggert. Unten ist man ja sehr eingeschränkt bei diesem, ja, auf diesem Wall. Aber hier oben ist es eigentlich schon wesentlich besser. Und dann fällt er nach unten. Was zum Teufel? Was läuft denn hier? Ja, man kann natürlich auch den Kampf einfach dreimal verlagern. Ja, komm, ist gut jetzt. Also, jetzt reicht's auch mal. Das war wirklich so ziemlich der beschissenste Kampf, den ich gegen Taurus jemals hatte. Aber hey, wir sind erfolgreich von dannen gezogen. Und ich würde sagen, das war ein guter erster Teil. Wir sind unter einer Stunde. Das war das Ziel, unter einer Stunde Taurus Demon zu besiegen. Das hat funktioniert. Es sollte eigentlich beim ersten Versuch klappen. Aber es war auch ganz witzig, wie er uns hier so einfach von der Mauer in die Tiefe geballert hat mit seinem großen Hammer. Ja, das war's zum ersten Teil von Dark Souls Remastered. Es macht bisher echt einen guten Eindruck. Es spielt sich flüssig, es spielt sich so, wie ich es eigentlich vor 6 Jahren erwartet hätte. Ob das jetzt unbedingt nochmal 40 Euro wert ist, glaube ich, also für jemanden, der die Ursprungsversion hat, auf keinen Fall. Da ich ja die Steam-Version von Dark Souls schon hatte, bekam ich einen Rabatt. Das heißt, es kostet, also mich kostet es nur 20 Euro. Dafür ist es, denke ich mal, in Ordnung, aber mehr als ein kleines Grafik-Upgrade sehe ich momentan eben auch noch nicht drin. Aber mehr habe ich eigentlich auch nicht erwartet damals. Von daher, denke ich mal, ist das schon legitim. Egal, wir machen hier erstmal einen Cut, machen hier erstmal eine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Dark Souls in der Remastered-Version. Auf Wiedersehen!